Spital und Klinik Münsterlingen schauen zurück auf 175 Jahre Geschichte. Der Meilenstein steht für die Tradition von Hilfe und Fürsorge. Machen Sie mit uns einen bewegten Streifzug durch die Entstehung und Entwicklung von einer besonderen Institution. 1840 hat der Kanton Thurgau Kranken- und Irrenanstalt Münsterlingen eröffnet. Die Tradition geht aber über 1000 Jahre zurück. Schon im frühen Frauenkloster hat man Menschen in Not geholfen. Einer Legende nach soll auf der Landzunge in Münsterlingen ein kleines Gotteshaus geweiht worden sein. Weil da eine englische Königstochter Rettung und Zuflucht vor einem heftigen Sturm gefunden hat. Unter der Ägide des Bischofs von Konstanz hat man am Ende des 11. Jahrhunderts aus Konstanz das Hospiz ins Frauenkloster Münsterlingen verleiht. Wenn man etwas grosszügig ist, und da werden wir im Jubiläumsjahr doch sicher sein, dann könnte man sagen, dass das der Anfang des karitativen Ort Münsterlingen war. Der heutige Klosterkomplex stammt aus dem 18. Jahrhundert. Damals hat man das Kloster auf der Anhöhe oben in barockem Stil ganz neu erbaut. Der Konvent war viel zu klein für eine gemeinnützige Aufgabe in diesem grossen Gebäude. Zudem sind nach der Französischen Revolution ökonomische Schwierigkeiten auftreten. 1848 ist im reformierten Kanton das katholische Nonnenkloster aufgelöst worden. Es hat in Thurgau fast mehr Viehärzte als Ärzte gegeben und keine Klinik. Aber man hat dann im 19. Jahrhundert langsam gemerkt, dass man die geistig Kranken nicht mehr einfach mehr auf die Obel zu den Zuchthäuslern sperren kann. Als einer der ersten Kantone hat Thurgau eine kombinierte Klinik für Kranke und Geisteskranke geplant und 1839-40 realisiert. Die Gemeinden sind deren Aufgabe einfach nicht mehr gewachsen. Das Kantonsspital Münsterlingen ist von einer bildungsbürgerlichen Schicht gegründet und getragen worden. Und natürlich haben dort die Ärzte eine grosse Rolle gespielt. Die haben sich in dieser Zeit professionalisiert und ihre Vorstellungen und ihre Macht versucht durchzusetzen. Wie immer hat man auch im Fall des Kantonsspital Münsterlingen lange um den Standort der Institution gestritten in Thurgau. Man hat sie dann auf Münsterlingen getan, wie man für Frauen auf jeder Kantonsschule geplant hat. Die Kantonalkrankenanstalt hat man am 15. Juni 1840 eröffnet. Schon am nächsten Tag sind 8 Patienten eingetreten. Schon ein Jahr voran hat man auf der Seeseite, unmittelbar am See zu, die Irrenanstalt gegründet und dort mal 16 Patienten aufgenommen. Die Aufgliederung hat sich bis heute erhalten. Schon 1850, kurz nachdem man ein Tophaus neu gebaut hat, hat man in Münsterlingen einen professionellen Irrenarzt, den Ludwig Binswanger, eingestellt. Unter ihm hat man dann auch die geschlechterspezifische Training eingeführt. Vorne sind Frauen und Männer zusammen. Die Diagnosestellung in der Psychiatrie war über alle Jahrzehnte ein Kapitel für sich. Am Anfang hat es einfach Mania, Melancholia, Dementia gegeben. Am Schluss des 19. Jahrhunderts hat der Chefarzt Otto Kappeler ein Prunkstück einweihen, einen neuen Operationstrakt. Kurz darüber hat man auch ein Röntgenkabinett eingerichtet. Damit hat sich das Kantonsspital vom Versorgungshaus zu einer modernen chirurgischen Klinik gewandelt. Also Schwestern durften ja immer bei der Pause oder über Mittagszeit oder sonst, wenn es mal ruhig war, dürfen Bootli benutzen im See und mit der Sicht natürlich immer auf den Operationssaal oder die Terrasse vom Operationssaal. Wenn das Lindtuch an der Terrasse hängt, dann heisst es, man messe wieder zurück. Oder dann, wenn es pressiert hat, dann hat die Oberschwester vom Operationssaal das Lindtuch geschwungen. Dann hat es geheißen, also möglichst schnell wieder zurück. In dieser Zeit hat die Medizin generell sehr grosse Fortschritte gemacht. Zum Beispiel neue Narkosetechniken, aseptisches Operieren und Röntgen. Die Chirurgie hat einen grossen Stellenwert bekommen und die Infrastruktur hat man entsprechend ausgebaut. Aber Platznot und strukturelle Schwierigkeiten waren damals wie heute eine ständige Herausforderung. Bei der Thurgauischen Irrenheilanstalt, wie sie damals geheissen hat, sind bauliche Umgestaltungen im zeittypischen Pavillonstil vorgenommen worden. Als letzter Ausbauschritt ist ein erstes psychiatrisches Ambulatorium errichtet worden. Werfen wir einen Blick auf den Alltag in der Klinik um 1900. Zum einen suchte man Heilung in den Arbeitstherapien, meist war handwerkliches Geschick gefragt.
In den Werkstätten entstanden auch Kunstwerke, die heute in Ausstellungen gezeigt werden. Zum anderen gab es Unterhaltungsangebote wie gesellige Abende, Gartenfeste oder die legendären Fasnachtsumzüge. Die Klinik hatte über 700 Betten. Die Verhältnisse der Hygiene waren teilweise prekär. Dafür gab es im Sommer aber den See. Nach und nach verbesserten sich die Bedingungen der Patienten. Vor Entdeckung der wichtigsten Psychopharmaka in den 50er Jahren gab es nur begrenzt Möglichkeiten, Patienten zu beruhigen. Man behalf sich mit Opiumkuren und es gab Zwangsjacken und Bäder. Nach 1900 kam die Psychoanalyse Sigmund Freuds auf. Die Schweiz war führend. Auch am Bodensee leisten Ärzte Pionierarbeit. So betrieb Hermann Rorschach während seiner Zeit als Assistenzarzt in Münsterlingen Studien. Noch heute wird sein Tintenflecktest zur Persönlichkeitsdeutung verwendet. Beim Arbeitsprozess hat es natürlich wahnsinnige Veränderungen gegeben. Mein Grossvater zum Beispiel, da weiss ich noch von ihm selber, die haben während der Arbeitszeit noch fischen und auch die Fische mitgenommen, um die zu essen. Dann haben sie pro Tag 4 Liter Getränk zur Verfügung gehabt, und das war Bier oder saurer Most oder Milch. Also es ist auch während dem Arbeiten, die können Alkohol trinken. Die Regelungen sind natürlich schon nur noch zu Anfangszeiten von meinem Vater gewesen, aber dann gleich abgeschafft worden. Und bei mir war es so, dass es schon geordnet die Linie war vor 35 Jahren. Man hat einfach geschafft, hat seinen Lohn bekommen und damit war die Sache erledigt. Und der Arbeitsdruck, der war natürlich zunehmend schon immer ein bisschen mehr zu spüren. Der Personalmangel war sehr gross damals. Und man konnte keine eigenen Leute rekrutieren. Ebenso aus dem süddeutschen Raum hat man niemanden gefunden. Es war so, wir hatten rund 600 Patientinnen und Patienten in der Klinik. Da war auch die Situation, dass man mit 30 bis 50 Patienten allein im Aufenthaltsraum war. Der Aufenthaltsraum, der war nicht nur Aufenthaltsraum, sondern auch Arbeitsraum, Essraum. Das ist alles in jeder Station ist das gemeinsam gewesen. Einmal in den 1980er Jahren sind sogar Krankenschwestern aus Taiwan eingeflogen worden. Sie sind dann für die Arbeit am Krankenbett fit gemacht worden von unseren beiden klinischen Schulschwestern. Ja, das ist am Anfang, wo ich dann eben auch angefangen habe, mit der Ambulanz mitzusuchen, haben wir eine amerikanische Ambulanz gehabt, das heisst, der sogenannte Chevrolet. Und der Chevrolet, der war sehr nieder gewesen, dass wenn wir einen schweren Notfall holen mussten, der dann mit der Infusion, wenn wir die Infusion aufhängen wollten, dann war es immer tiefer gewesen als der Patient. Und somit, wenn sie dann laufen mussten, habe ich dann halt, gerade wenn es kalt war, das war noch wahnsinnig, musste das Fenster runterlassen und dann hatte ich die Hände eingewickelt in einer Wolldecke und habe sie rausgehoben zum Fenster raus. Und dann, so ist man dann gefahren, dass dann auch die Infusion eben hat können laufen. In den 30er Jahren ist eigentlich das erste Mal, dass eigene Chefarzt gegeben hat. Der erste Chefarzt war ein Dr. Ritter, von Zürich hergekommen. Früher hat man nur den Namen Spitalarzt verwendet. Es war aber für ihn schon von Anfang an schwierig, weil sehr enge Platzverhältnisse waren. Das Spital ist eigentlich seit der Gründung nie mehr gross ausgebaut worden. Und man hat teils, dann auch besonders auch in den Kriegszeiten vom Zweiten Weltkrieg, hat man dann müssen Patienten auslagern, in kleine Baracken hineintun, damit man überhaupt noch ein bisschen Platz hatte, um die kranken Patienten zu behandeln. In Münsterlingen in den 70er Jahren, besonders nachdem das im 72 das neue Kantonsspital Münsterlingen war und einige Jahre später auch das neue Kantonsspital Frauenfeld, hat sich die Medizin, die Gesamtmedizin, immer mehr angefangen zu spezialisieren. Man konnte nicht für jede einzelne Spezialität einen Chefarzt machen. Und da hat man angefangen, für eine spezielle Funktion, zum Beispiel in der Medizin selber, einen leitenden Arzt machen, zum Beispiel für Kardiologie.
oder ein leitender Arzt für die Lunge, für die Pneumologie. Man hat dann, nachdem ich zuerst als erster Oberarzt, nur als Oberarzt von der Chirurgie gewählt worden bin, hat man dann nach 3 Jahren, hat der Regierungsrat gesehen, man hätte auch müssen einen gewissen Druck auf ihn ausüben, gesehen, dass auch heute die eigene Orthopädie in Münsterlingen sei, nicht nur in Frauenfeld, wo sie schon seit ein paar Jahren bestanden hat. Und ab 1979 ist dann auch eine leitende Arztstelle für Orthopädie geschaffen worden. Von dort an hat man dann können rasch eine große Orthopädie auch im Kantonsspital Münsterlingen ausbauen. Fundamental waren in der Psychiatrie 2 Veränderungen. Zum einen die Einführung der modernen Psychotherapie und zum anderen der Einsatz von modernen Psychopharmaka wie Antidepressiva oder Antipsychotika. In der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen hat man von den 1940er bis weit in die 1960er Jahre hinein Rorschach-Test und Stammbaumforschung bis zum Exzess betrieben. Die Einführung von Psychopharmaka führte zu einer Aufgabe von Beruhigungsspritzen wie auch von heute unmenschlichen, mechanischen, operativen oder elektroschocktherapeutischen Maßnahmen wie auch zu einer Reduktion von Pflegefällen. Aber der Einsatz von diesen Psychopharmaka hat natürlich dazu geführt, dass man neue Behandlungsmethoden hat müssen entwickeln und ausloten. Der Roland Kuhn hat sich als Daseinsanalytiker im Gefolge von Ludwig Binswanger und als Phänomenologe verstanden. Und das hat es wahrscheinlich möglich gemacht, 1955-56 die antidepressive Wirkung des Imipramin zu erkennen. Allerdings stellt sich heute die Frage nach den ethischen Standards der damals durchgeführten klinischen Versuche. Das Thurgauer Staatsarchiv hat im Jahr 2005 6 Archive der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen übernommen und geordnet und erschlossen. Und in den letzten 2 Jahren jetzt auch noch den Nachlass von Professor Dr. Roland Kuhn. Damit hat die Forschung 2 sehr wichtige Bestände, wo man auch unangenehme Fragen erforschen kann. Wir haben da alles andere gemacht wie unsere Vorgänger. Und ich bin jetzt nicht unglücklich, wenn die heute hier arbeiten, das anders machen, wieder als wir gemacht haben. Ich habe erfahren, als ich im Spital oben war und die Hüfte musste operieren. Das ist, wie man dort heute fast verwähnt wird als Patient. Das hätte man sich halt schon nicht vorstellen können. Der offen gestaltete Campus von Münsterlingen beherbergt heute über 600 stationäre Betten und zahlreiche Ambulatorien. Er beschäftigt rund 2000 Mitarbeitende. Ein Großbetrieb in ländlicher Umgebung direkt am Bodensee. Das Grundmotiv aber ist historisch wegweisend. Der Spitalcampus Münsterlingen steht in der Tradition eines zeitgemäßen Service Public.